Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir beginnen damit, dass wir sehen, dass die gute Hazel eine Phase durchmacht, indem sie jetzt ein Bärenkostüm trägt. Why? No! Kinder sind auf der Schule. Juhu! Ah. Bis Mittwoch müssen wir noch warten, bis wir dann das Kind altern können. Also mit dem Kind meine ich übrigens Christine. Und wir werden natürlich weiter an den Kleinkindern arbeiten, dass die am besten schon älter sind, wenn sie halt dann älter wird, damit wir kein neues Bett kaufen müssen oder so. Es werden ja auch einige Kinder von denen jetzt älter. Müssen wir mal gucken, wer alles. Aber es waren auf jeden Fall einige, die eine weitere Note hochkommen müssten. Deswegen... Ich bin gespannt. Wir haben leider keine Post bekommen, das ist ein bisschen sad. Aber ja, dafür können wir unser Buch veröffentlichen. So, sie kann mit ihrem Sohn einfach mal reden. I mean, sie hat Sozialbedürfnis nicht so hoch und dann, wenn sie mit ihrem Sohn so ein bisschen palabert, ist das doch ganz cool. Okay. Also es gibt neue Schulprojekte auf jeden Fall und es gibt gute Noten. So, Grace wird älter und das war es auch schon. Das ist aber auch okay. Stellen wir erstmal die ganzen Projekte wieder auf. Okay, dann kann sie jetzt erstmal die Kerzen ausblasen gehen. Los geht's. Dann sollten morgen aber halt noch einige dann älter werden, weil die sind alle nur ganz knapp quasi da dran vorbei. Ja. Juhu, Geburtstag. Und schaffst du es, Girl? Yay! So, das und dann nehmen wir das da. Kerzen. Und ab in den Kühlschrank. So, es gibt Geschenke, das ist schön. Und wir gehen jetzt erstmal in den Create a Sim, würde ich sagen. Okay, jetzt wo wir hier sie fertig sind, kann sie ja einfach an ihrem Projekt, was sie angefangen hat, weiterarbeiten. I mean, warum nicht so? Er hat Level 3 in Fantasie. Yay! Ilona ist jetzt gemein zu allen. Super, das wollen wir doch alle. Supi, die Zusatzaufgabe ist fertig. Yay! Es ist bald Weihnachten. Wie schön. Können wir alle Weihnachten feiern? Ja! Yay, immerhin geht sie als Bär jetzt auch zur Schule, weil... Sie war in der Nacht einmal wach und sie war ein bisschen sehr, sehr sad, dass sie dort kein Bärenkostüm getragen hat. Und immerhin hat sie es jetzt an. I mean, es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber sie ist zumindest nicht traurig. Also morgen ist Winterfest auf jeden Fall und wir werden es auf jeden Fall ein bisschen feiern. Ich meine, wenn wir uns einen Baum kaufen, wir haben eigentlich keinen Platz für einen Baum. Ist so das Problem. Wir werden einfach ein bisschen so, also zumindest so zusammen essen und so. Und wir haben halt keinen Kamin, aber Fettich und Frost kommt bestimmt trotzdem. Deswegen, also hoffe ich zumindest. Deswegen wäre so ein Wunsch von mir. Die Kinder entwickeln sich auch prächtig, das ist gut. Okay, wir haben Post. Oh, er ist durch. Er ist durch. Hallo. Girl, wir brauchen den Kuchen. Yay! Den werde ich dann aber wirklich mit den anderen in Create a Sim packen. Ich meine, es werden noch weitere Leute altern. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja! Du wirst älter! Woo! Und du bist das und das. Genau. Kerzen, 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 Kerzen. Danke. Yeah, mehr Post. Woo! Aber ist doch cute. Ihr könnt ja einfach mal ein Schulprojekt machen. Ich meine, warum nicht so? Er hat gerade eh nichts zu tun. Stell den Kuchen schon mal hin. Gute Noten, sag ich doch. Gute Noten. Alle haben gute Noten, also ganz viele zumindest. Okay, wer hat gute Noten? Du hast gute Noten. Du hast gute Noten. Und du hast gute Noten. Also alle außer sie, die schon vorher gute Noten bekommen hat. Das ist schön. Dann probier du mal die Glasur. Dann können wir sie rauswerfen. Dann können wir ein neues Kind zeugen. Leute! I'm ready for this. Yay! Woo! So, und dann bitte Geburtstagskerzen. Und dann geht's weiter. Ja? Come on. Ja! Yeah.
Sag mal nicht so laut hier, Girl. Du wirst gleich aus dem Haus geworfen. Wisst ihr sowieso, aber. Juhu! Und sie kriegt das da und das Bursachskerzen. Und jetzt ist sie noch dran. Juhu! Ich freu mich! Ja! Queen! Yay! Oh, warum sind alle immer traurig? Was ist denn mit euch? Und Kerzen. Sie ist richtig hübsch. Girl. So, dann. Mich entfernt. Bye, girl. So, und wir gehen jetzt erstmal den Creative Sim. Und dann suche ich mir irgendwie gleich einen Typen raus, mit dem wir Bumbum machen können. Oder wir machen mit Väterchen Frost Bumbum. Wie geil wäre das denn? I'm ready. Sie hat Level 3 erreicht. Warte. Nein, ihr fehlt noch Fantasie. Ich glaube, wenn mein Väterchen Frost Kind macht, ich glaube, dass die dann sogar ein spezielles Merkmal bekommen. Das wäre das erste Mal, dass mir das passiert und to be honest, ich bin ready dafür. Okay, das Projekt ist abgeschlossen. Sehr gut. Okay, sie erreicht gleich Level 3, das heißt, sie sind auch ready. Sie hat's geschafft. Okay. Moody, bist du ready für noch einen Geburtstag? Toll, dann muss ich nochmal extra für sie in den Creative Sim gehen. Super. Habe ich gut gemacht. Aber, oder ich warte einfach kurz, bis halt das Kind dann auch noch gealtert wird. Oh Gott. Heute ist so viel passiert. Juhu! Kerzen, 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 bitte Kerzen. Ja, genau das da und das. Cool. Also ich warte dann bis Mittwoch, bis dann das Baby auch gealtert wird. Cool. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Wowie. Wowie. Haben wir überhaupt genug Betten? 2, 4, 5. Doch, haben wir. Alles gut. Es ist Weihnachten. Und wir dekorieren erstmal. Ja, schön. Er taucht nur in der Nähe von Kaminen auf. To be honest, ich kaufe jetzt einfach einen Kamin. Ich möchte ein Kind mit Väterchen Frost haben. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Wir können ja auch einfach den günstigsten nehmen. So, ich will den haben. Aber ich würde den, glaube ich, hier hinstellen, weil das weiter vom Dingens weg ist. Vom Teppich. So. Hier sieht es vielleicht nicht schön aus, aber... Das ist schon okay so. Und dann können wir auf jeden Fall auch ein Festmahl kochen. Ein Schinkenfestmahl. Und dann rufen wir einfach mal alle zum Festmahl. Ist doch eigentlich super cute, oder? Diese Family. Und dann lassen wir das Kind auch gleich altern. Dann geht's nochmal in den Creative Sim. Also wie viele Geschenke gab es denn jetzt hier, bitte? Ich meine, ich akzeptiere es aber. Oh, cutes Kind ist cute. Thank you.
So, das Kind isst jetzt auch einfach noch was davon. Ich meine, warum nicht? So, Jasmin und ihre Mutter machen jetzt zusammen ihr Projekt. Ich meine, warum nicht? Die haben gerade eh nichts Besseres zu tun. Und deswegen kann sie auch was für die Schule tun. Und ich meine, sie hat ja dann trotzdem Zeit mit ihrer Mami verbracht. Ich finde es schön, wie einfach alle Schneemänner bauen. Es fangen jetzt einfach alle irgendwie ihre Projekte an. Ich denke mir so, okay, nicht schlecht. Yay, alle helfen sich gegenseitig. Das ist sehr, sehr schön. Diese Family einfach. Ich meine, bis Federchen Frost kommt, muss man ja auch irgendeine Beschäftigung finden, ne? Nächstes Projekt ist fertig. Yay. Und das auch. Oh, so viel Liebe hier. Okay, es ist 20 Uhr. Federchen Frost, where are you? Where are you? Hello. Hi. Bitte stell dich mal kurz vor. Sie hat aber wirklich zugenommen. Kannst du mir nicht erzählen. Einmal bitte betören, dann flirten wir ihn mal an. Also er mag uns auf jeden Fall, das ist gut. Muah. Irgendwie kommt dieser Sound immer nicht mehr. Ein bisschen weird, aber schon okay. Baby machen mit Clemens. I'm in. So, mach einen Schwangerschaftstest. Komm, bitte sei schwanger. Sei schwanger. Wir können ihn ja auch nach Geschenken fragen. Kannst du, ja, nach Geschenk fragen. Wir sind schwanger, das ist schön. Ich bin schwanger. Yes, Queen. So, kannst du mir jetzt ein Geschenk geben? Yay, danke. Was kriegen wir denn? Wir kriegen? Ein leistungsstarker Kompakt-PC. Ich glaube, das ist sogar echt gar nicht bad. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um den Part hier zu beenden. Sie ist ein Happy Girl. Er ist ein Happy Boy. Wir kriegen ein Kind vom Weihnachtsmann. Besser kann es nicht laufen. Es ist ein produktiver Weihnachtstag gewesen. Wir haben sehr viele Kinder altern lassen. Eine Person wieder aus unserem Haus geworfen. Ja, lief auf jeden Fall gut heute, würde ich mal sagen. Ich beende den Tag natürlich noch wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!